Und ich habe was gefunden. Ja, jeder will scheinbar Halo 3, so wie es mir scheint. Ich veto einfach mal nichts, weil ich bin da ganz offen. Ja. Was ich meine, das ist jetzt doch Team Boll hat. Oh Gott, nicht auf Leute. Ich hätte wehtun sollen, nicht dummer Idiot. Ich bin ja eine der wenigen Personen, die Lockout echt nicht mögen, weil ich finde, dass Lockout so schnell zu so einem Farmfest werden kann. Wenn irgendwie das Gegnerteam es schafft, so ein paar Positions zu securen, dann ist das echt irgendwie, naja. Also ich finde, dann geht es ein bisschen zu schnell, da einen mächtig aufs Maul zu geben. Bis jetzt waren meine Lockout-Matches immer irgendwie relativ scheiße, weil ich mich auf der Map einfach nicht bewegen kann. Oddball. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. The room. Meine werten Kompagnons. So, dass sich scheinbar niemand um den Oddball kümmert. Und natürlich genau dann, wenn ich denke, ich komme da durch und muss mich um nichts kümmern und denke mir, oh, da ist vielleicht bla, shit, aber mein Gott. Geh halt einfach. Wieso sind wir eigentlich schon wieder nur drei? Oh, das ist doch wieder so zum Kotzen. Und bin ich jetzt rot oder blau? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Oh, das ist. Oh, dieses. Ich hätte wehtun sollen für Halo 3. Och, alles wäre so schön gewesen. Ich bin doch gerade erst gespawnt. Seriously. Nein, ich wollte gar nicht in den Lift. Da kriege ich nur aufs Maul. Ah, ich bin kaputt da jetzt. Wo sind denn alle Leute? Wo ist überhaupt der Oddball? Da ist der Oddball. Wo gehe ich denn hin am blödsten? Ah, am besten nicht hier. Ah, ich wollte noch eine Granate werfen, aber dann wurde ich leider schon professionell gesprengt. Aber wir scheinen tatsächlich irgendwie in Führung zu sein, was immer wir das geschafft haben. Die typischen Halo 2 Spawns einfach irgendwo rein, weil der Halo 2 auch. Oh, danke, Teammate. Da ist der Artboard. Ich hab den Artboard. Oh Gott, und ich hab Gegner. Und hinter mir waren die. Wieso ist denn hier überall. Wer hat denn. Ich dachte, das wäre. Da! Ah! Ah! Wieder mal nicht aufgepasst. Wo ist denn der Artboard? Da, er hat ihn wieder. Wo springt denn der da lang? Oh, und die wieder sniped oder wie? Ja. Sind da auch alle unterwegs, oder? Oh, sorry, Teammate, nein! Ja, verdammt. Nicht Playball. Das ist nicht gut, weil die mehr sind als wir. Oh, da ist einer One-Shot, mehr kommt davon und ich werde getötet. Oh. Und jetzt sind die auch noch in Führung. Und wo bleibt unser vierter Spieler? Ich wette, der hängt wieder irgendwo im Ladescreen fest. Das passiert nämlich auch gerne mal, dass man mit vier Leuten startet, aber nur drei Leute ins Spiel kommen und der andere dann mit so einer Minute Verspätung dann irgendwann, wenn das Spiel auch mal entschieden hat, sich zu laden oder so, keine Ahnung. Mann. Es ist einfach nur... Boah. Lol. Den Kerl mit dem Schwert haben sie jetzt irgendwie auch. Ich weiß nicht, was mit dem los war, aber. Fuck, ich kann da nicht genug Pressure bilden. Die Granate kam. Also, die habe ich irgendwie nicht so kommen sehen. Nicht so ganz. So, da oben ist der Ball. Und dort ist noch irgendwie Teammate oder so. Okay. Wir haben den Ball wieder. Ich glaube, hier oben ist er eigentlich ganz gut, wenn er da bleibt. Soll ich den ernähren? Nimmt er ihn? Ich bin nicht eigentlich. Höchste ist am besten, wenn ich den Ball nehme, weil ich einfach nicht gut bin in Halo 2. Also, ich bin auch sonst halt nur so Midi-Core. Und das sind bestimmt die ganzen Mega-Tryhards, die es mega drauf haben. Das wäre irgendwie sinnvoller, wenn die ihre
ihre Spielmuscles hier anwenden könnten. Oh mein Gott, ich habe nicht gedacht, dass die Explosion davon so weit reicht. Was geht denn da hinten eigentlich vor sich? Soll ich da rüber gehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal rüber. Das ist, glaube ich, dumm. Ich werde sterben. Ich wusste es. Aber ich wäre so oder so gestorben, weil sie hinter mir kam und ich es nicht gerafft habe. Somit geht das. Aber es war natürlich insgesamt mal wieder selten dämlich. Oh Gott. Au. Ach komm. Ich hätte das alles ganz anders anstellen sollen. Wäre der andere Kerl da nicht auch noch gekommen? Es kotzt mich auch schon, dass anders wir nur zu dritt sind. Ich wette, also es kann natürlich sein, dass er nicht reingekommen ist, rausgeflogen ist, Master Chief Collection halt. Oh nein, das war... Oh. Oder Problem Nummer 2 könnte auch sein, was gerade bei den Pros immer gerne mal so ist, weil die Pros sind ja meistens, also die in Anführungsstrichen Pros, die halt hier immer so diese Tryhards, das sind dann immer die mega immer die komischen Leute sind und sofort irgendwie totale Krise kriegen, wenn nicht das drankommt, was sie möchten. Sowieso Künstler schon fast, so in dem, ja gut, die armen Künstler, die möchte ich jetzt nicht so in Mitleidenschaft ziehen. Aber das sind meistens immer so die größten Idioten, die einfach so, es kommt nicht der Modus dran, den ich möchte, jetzt gehe ich raus. Und das ist so zum Kotzen, ich hasse solche Leute. Ich hasse sie und ich würde sie am liebsten, ich hätte gern, ich meine, in CSGO geht's doch auch, da gibt's doch auch krasse Quitstrafen irgendwie, dass wenn du hoch ausgehst, dass du dann da ewig lang nicht mehr spielen kannst. Oder was halt auch cool wäre, wie die ganzen MOBAs das handeln, ist, wenn du rausfliegst, dass du einfach nur wieder in das Game reingehen kannst, aus dem du rausgegangen bist, solange das Game halt läuft. Aber wenn ich ein Game verlasse, weil ich da jetzt keinen Bock drauf habe, dann kann ich so lange nichts anderes tun, bis dieses Game vorbei ist, weil ich sonst kein neues Spiel mehr spielen kann, weil meine einzige andere Option wäre, in dasselbe Game wieder rein zu joinen. Und so eine Mischung aus beiden, so harte Quitstrafen, irgendwie, dass man nicht mehr spielen kann und dass man eben nur wieder in das Game reinkommt, aus dem man rausgegangen ist, das wäre das Beste. Und nicht nur das wäre nicht auch noch praktisch, um so Blamagen, dumme Sachen zu vermeiden. Oh fuck. Wäre eben dieses, dass man eben Join in Progress hat, aber nur Join in Progress für die Leute, die eben schon in dem Game drin waren. Weil dann hat man auch nicht so Probleme wie, dass wenn man Disconnect hat, man nicht mehr in das Game reinkommt, sondern halt einfach dann es nicht so schlimm ist für das Team, das halt in mit dem Kern, mit dem Disconnect leben muss. Ich wusste das ja irgendwas. Ich habe ihn noch gehört. Und das wäre halt echt super nice. Weil dann gerade jemand wie ich oder so, dessen Router gerne mal spinnt und dann sagt so, hey, ich bin der Router von der Telekom und ich will jetzt nicht mehr und ich mache jetzt mal einen Disconnect. Dann kann ich nämlich wieder reinkommen und habe nicht das Problem, dass sobald ich halt einen Disconnect habe, ich das ganze Team, in dem ich war, in den Abgrund stürze. Sondern kann so gesagt im Nachhinein halt, wenn ich wieder Internet habe, weil ein Disconnect dauert ja meist irgendwie so 2, 3, 4 Sekunden. Oder, na okay. Was sehe ich aber nicht länger als eine Minute meist, bis man wieder Internet hat. Dann kann ich halt wieder direkt ins Spiel rein und mein Team wieder unterstützen. Das wäre einfach nur cool. Das wäre einfach nur sau nice. Aber kein Mensch tut sowas. Das vermisse ich so hart. Sowas gibt's immer nur bei diesen richtig krassen, auf Competitive getrimmten Spielen. Wie eben die meisten MOBAs, die ja sehr von ihrer Competitive-Szene leben. Oder eben den CSGO zum Beispiel. Dieser dumme Kerl mit dem Schwert, man ehrlich. Und da wäre das halt dann ziemlich cool, wenn Halo 5, das ja jetzt auch so mehr wieder in Richtung Competitive-Szene gehen möchte, auch vielleicht mal irgendwelche coolen Mechaniken implementiert. Aber so wie ich sie mal wieder kenne, sind sie zu unfähig und zu dumm und machen es nicht. Und es wird allerhöchstens mit Iteration 6 kommen, glaube ich. Und dann hoffe ich auch wirklich, dass es kommt. Ich habe ja große Hoffnungen für die Szene, wenn jetzt noch ein guter Spectator-Mode kommt, wo man vielleicht auch Pro-Matches einfach so ansehen kann, die man als Spectator reinschauen oder so. Das wäre halt echt cool, so wie es eigentlich in den meisten MOBAs und ähnliches ist. Und CSGO und überhaupt. Dann fände ich das richtig nice, weil ein Spiel,
Spiel lebt einfach seiner Competitive Community. Da vieles macht wirklich das aus. Wenn man keine gute Competitive Community hat, keine guten Events, dann geht so ein Spiel meist irgendwann den Bach runter, aus, das ist halt so ein mega Mainstream-Game. Aber das wäre halt echt nice, wenn da mal wieder sowas richtig entsteht. Und mit der Master Chief Collection ging es ja schon wieder so ein bisschen los, aber es war ja eher alles so halbbacken. Und es wäre halt sehr cool, wenn das dann schlussendlich voll funktional wieder wäre. So, aber ich glaube, damit lasse ich es jetzt vorerst mal auch. Ja, ciao und tschüss, sagt der Captain.